Hi, and welcome back to Sarah's Music. Music brings people together, and it's good for you. We see that all the time on this program. And what better way to do that than by using one of the most prehistoric instruments known to man, and also one we all own, the human voice. Alleluia, 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 alleluia. Today we're in the Philharmonie for a special concert involving over 1,000 voices, mine included. We'll be meeting members of the Berlin Radio Choir to get some insider information on what it's like to sing in a professional choir, and we'll be meeting one of the most charismatic musicians in the music choral world today, Simon Halsey. Every year, the Berlin Radio Choir and their principal conductor, Simon Halsey, hold a large sing-along concert. Amateur singers from all over the world come to rehearse and perform a well-known choral work. The sing-along concert has become so popular that this year it was sold out in 20 minutes. Darf ich ein bisschen Theater haben? Quantus Remo. Yes. Okay? Quantus. Drei, vier. Schon mal dabei hier bei dem Mitziehen-Konzert? Ja. Mehrmals? Diverse Male. Also ich bestimmt 8-9 Mal. Oh Gott, bei mir ist es das dritte Mal jetzt. Bei mir ist es das erste Mal und ich spiele eigentlich Horn. Ich weiß gar nicht, ob ich singen kann. Aber es macht tierisch Spaß, sagen mir allen Leuten. Ja, das stimmt. Die Proben machen fast viel mehr Spaß als die Konzerte. Vor allen Dingen auch am Dirigenten, weil er das auf so eine sympathische Art und lustig rüberbringt. Und dann alle Leute mitmachen und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist was ganz Besonderes. I was just in the very first rehearsal. It's amazing to hear all these people singing such a pianissimo together. And I just had to tell you this. The lady sitting next to me, you made some joke. And everybody laughed. She turned to me and she said, that's why we're all here. They love you. They love you. Why is singing good for everybody? Well, it's for several reasons. One is it just brings communities together like we have here today, and also people from all over the world in quite small numbers, but nevertheless people from lots of other countries experiencing Germany and our culture here. In England we have this sort of city sing-along concert. You can translate a mid-sing concert as a sing-along, but it's a little bit higher standard than just a sing-along, isn't it? Oh, it's much better here. I do them very happily with a couple of orchestras in England and absolutely love it. But in England everybody thinks they can sight read, so they just open their score and hope during the course of the day to get through it. Here, everybody knows that they can't. I noticed that this morning, they all really know it. They all really know it, and as a result the standard is incredibly higher than anywhere else I do a project like this. I'm looking forward to this. I mean, as a horn player, I played the Verdi Requiem loads of times, but I've never sung it. It's quite hard on the old vocal cords. How do the amateurs manage to keep going all day long? Well, I guess a lot of these people have been singing weekly all their lives. How do you get so many people to sing so quietly? That they can sing loud, okay, but to sing so quietly? Well, I mean, it's a really funny thing. You just have to ask, first of all, but you also have to insist, and also with your body language to show that, because so much of conducting, of course, is showing how big, how small, and so on. But also you have to show a really quiet sound that is what we call properly supported, full of energy. Because if you just allow the whole body to go like that, then it'll come out quiet, but it'll come out flat and it'll come out interesting. So I guess it's all in my body language, but I prefer not to think about it, because if I do, I shall probably get self-conscious. What would you say, Simon? Would you say anyone can sing, even people who don't believe they can sing? Yes, of course everyone can sing. Just think about football. Okay, if you are able to kick a ball,
you can play some sort of football. You may not be playing for Bayern München, but you may be able to at least kick the ball with your grandchild. That's playing football. It's the same with singing. You can be in the Rundfunkchor Berlin and sing the Simon Rattle and the Berliner Philharmonica, but you can also simply sing in the bath or sing with friends or sing down at the pub or whatever it is, and that's also singing. And there are indeed people who initially find it difficult to hold a tune, to find the notes, but that is only a question of training. Simon, you are a true community worker. You bring people together, and today is such an example of that. Thank you so much. The Berlin Radio Choir ranks as one of the top choirs in the world. This year, as Germany's oldest radio choir, they are celebrating their 90th birthday. Der Rundfunkchor Berlin ist mein Lieblingschor. Wir arbeiten sehr viel mit dem zusammen bei den Berliner Philharmonikern. Und ich bin hier während einer Probe von dem Chor zu erfahren, wie das ist, in einem Profichor zu singen. Leute, wir haben vier hier. Wir haben alle vier. Wir haben Sopran, Alt, Tenor und Bass. Okay. Aber was macht ihr denn eigentlich? Ihr sollt an die Musik denken, aber ihr sitzt hier und spielt Karten. Vorbereitung. Macht ihr immer, oder? Das gehört zur Routine. Das ist schön, ein bisschen einsingen in der Pause. Sehr gut. Weil das lenkt unwahrscheinlich ab. Wie singst du dich dann ein? So, wie ich mich einsinge? Ja, so. Mi. Okay. Sopran machen. Und die Alten? Die trinken Kaffee. Und die Tenöre? Die Tenöre singen immer mehr Gage. So. Ich dachte, ich kriege heute ein bisschen Insider-Information. Ja, das sind Informationen. Ja, ist es. Ich meine, ich sitze sehr oft vor euch und werde hier angebrüllt. Also ich bewundere euch, vor allem nicht nur angebrüllt, wenn ihr leise singt. Das ist der Hammer. Wie schafft ihr das, so leise zusammen zu singen, wenn so viele Stimmen dann gleichzeitig singen? Also zunächst einmal haben wir das studiert, dass wir versuchen, uns nicht nur laut zu singen, sondern auch mal leise zu singen. Und wenn wir dann zusammen in einem Chor singen, versucht halt jeder, wenn es geht, das leiseste Piano zu singen, das er kann. Und dann kommt so ein Klang aus dem Chor heraus. Stimmt es, dass die Sopranen die Diven sind von dem Ja, ja, nein, ja, nein. Ja, bei uns sind das die Bässe, ganz eindeutig. Nein, boah. Ja. Axel, stimmt das? Nein, das ist, weil sich entschieden. Zurück. Aha. Okay, Axel, wie ist es dann mit den tiefen Stimmen? Wenn ihr ein bisschen schwankt mit der Intonation, dann geht alles bergab. Also im Prinzip ist es so wie beim Hausbau. Der Klang baut sich von unten auf und das Fundament muss stimmen. Also das muss einfach picopello intonationsmäßig einfach mal da sein, damit sich die ganzen anderen Kollegen auf uns drauf stellen können. Sätze stillen legen. Was ist das Beste über in einem Chor zu singen? Es ist wirklich die Gemeinschaft. Also sonst könnte ich natürlich als Solist kann man auch die Welt sehen und viele Konzerte machen Kriegt und so mehr weiter. Geld, man ne? bekommt natürlich vielleicht ist auch nicht mehr kommt Geld. Drauf an. Ja. Und aber man vermisst dann die Gemeinschaft ganz einfach. Man vermisst die Leute, denn als Solist kann man sich nicht einfach zum Orchester mal gesellen und sagen, so, was machen wir denn heute Abend? Sondern das sind auch gewachsene Strukturen und das ist dann viel einfacher, wenn man dann einfach unterwegs ist mit Kollegen. Und das ist das Schönste. Und Judith, was ist das Schwierigste, in einem Chor zu singen? Die Kollegen. Und dieses Mitsingkonzert, das kommt aber super an. Das kommt total super an. Das ist ein wichtiger Teil von eurem Chor. Ja, also für uns ist es einfach ein großer Spaß, wenn die ganze Philharmonie mitsingt und wir sind dann, alle klatschen, wie wenn bejubelt, wie so Popstars, wenn wir aufstehen, ist schon, macht Spaß. Also es macht einfach Spaß. Ich freue mich drauf, ich hoffe, dass ihr mich nicht hören werdet, aber ich freue mich drauf. Singst du Sopran oder? Ja, ich weiß noch nicht, also ich habe eigentlich... The concert's about to start, the choir is going on stage, we've been rehearsing for 4 hours, my voice is almost gone, but I'm really looking forward to the concert.
That's all from Sarah's Music for today. That was an amazing experience to sing with 1,300 voices and prove to me that singing is for everyone. So get out there and sing. See you next time on Sarah's Music. Bye-bye. So Simon Halsey says singing is for everyone, and I say horn playing is for everyone, and today it's Simon's turn on the horn challenge. Right. Simon, you've played flute and the cello. Yep. Want to have a go at the horn? Okay, here it goes. Okay. Right. Brilliant. Brilliant.